28. Spieltag, Babelsberg gegen Greifswalder FC, Endstand 1:2. Zuerst, ja, unser Gästetrainer. Nee, ist schon an. Okay. Ja, ich denke, dass heute für uns das Wichtigste war, 3 Punkte zu machen. Wir haben bisher auswärts keine gute Bilanz gehabt und wir sind immer noch nicht sicher, was den Klassenerhalt angeht, natürlich, logischerweise. Und deswegen sind alle Punkte, die wir jetzt machen, insbesondere auswärts auch mal wichtig für uns. Vom Spiel denke ich, dass wir ja einzeln in Rückstand geraten sind, dann den Gegner in 2, 3 Situationen mehr oder weniger eingeladen haben, das zweite Tor zu machen. Das ist glücklicherweise nicht gelungen. Und dann denke ich, haben wir eine gute Reaktion gezeigt mit dem Ausgleichstreffer und dann auch in der zweiten Halbzeit mit dem 2-1. Und zum Ende des Spiels war es dann absoluter Wille und die Mentalität, Leidenschaft, das Ergebnis zu verteidigen. Da war es weniger, oder da ging es weniger um Inhalte, sondern da ging es tatsächlich ums Ergebnis. Und ich bin froh, dass wir das diesmal geschafft haben. Okay, danke. Markus, wie hast du die Partie gesehen? Ja, auch in so einer schweren Situation, wenn man das Spiel sich anguckt, würde ich trotzdem erstmal Glückwunsch sagen für den Sieg. Tut auf jeden Fall weh heute, weil wir in der ersten Halbzeit schon also mindestens 2-0, vielleicht sogar 3-0 führen müssen. Hatten auch eine sehr gute Phase, gleich angefangen, gleich erste Chance gehabt durch Frank seinen Kopfball. Dann hatten wir ja genug Torchancen und die auch gut rausgespielt. Ja, machen die natürlich dann nicht, so einen hundertprozentigen wie Steini zum Beispiel. Ja, es ist jetzt gerade vielleicht auch die Situation, dass man dann so ein bisschen verunsichert auch ist durch die letzten Spiele, durch die Ergebnisse zumindest. Ja, die Art und Weise war wieder gut, gerade auch erste Halbzeit. Ja, dann fälscht unser Spieler dann auch den Ball wieder so ab, dass er genau zu dem Greifswalder kommt und der macht ihn dann rein. Ja, zweite Halbzeit muss man sagen, waren wir dann nicht mehr so klar in unserem Spiel. Auch das Gegentor hat natürlich auf jeden Fall Unsicherheit gebracht und dann ist so, mit in so einer Situation ist der Gegner dann halt auch in den Köpfen unserer Jungs drin. Haben dann auch nochmal versucht, durch Wechsel, durch frische Leute, die sich auch im Training ganz gut angeboten haben, nochmal, ja, vielleicht nochmal zum Schluss dann auch so ein bisschen den Lucky Punch zu holen, weil man hat dann das Gefühl gehabt, auch, dass die Jungs alles wollten und alles gegeben haben, aber ja, die Leichtigkeit da auch einfach fehlt. Und ja, und so konnte man auch vielleicht dann, wirkte dann auch alles sehr verkrampft nach dem Führungstreffer. Der ist auch wieder aus dem Nichts gefallen, weil wir da vielleicht auch nicht richtig rausrücken oder den Ball nicht richtig sichern vorher. Ja, also Erklärungen habe ich den Jungs auch gerade gesagt, große Erklärungen gibt es aktuell für die Situation nicht, dass wir das Tor nicht treffen oder dass wir dann so ein Spiel halt auch verlieren. Da muss halt so ein Spiel unentschieden spielen, weil ich glaube, dass wir schon die bessere Mannschaft waren, dass man dann am Ende mit Leidenschaft ein Ergebnis verteidigt, positiver Druck ist was anderes als hinterherrennen. Ich glaube, dann war der Vorteil dann auch bei Greifswald zum Schluss. Ja, es ist einfach so, dass wir die Situation jetzt auch so annehmen müssen und auch mit den Jungs ja, auch nochmal zusammen dann auch gucken, dass wir die ein oder andere Sache ansprechen und dann haben wir gar nicht mehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Wir haben Dienstag dann ein Spitzenspiel, also gegen Spitzengegner, so rum, mit Altlinike. Und ja, da werden wir weiter machen, vielleicht den einen oder anderen Entschluss auch treffen, wie wir dann auch ja, taktisch vielleicht dann uns vielleicht verändern. Aber ansonsten machen wir weiter, wir sind fleißig. Das haben wir 2 Wochen gemacht. Ja, ihr merkt, es ist schwierig, jetzt gerade auch klare Erklärungen zu bekommen. Deswegen war es das erstmal. Trotzdem kommt gut nach Hause, viel Erfolg weiterhin. Der wird bei uns auch bald kommen wieder. Dann glauben, alles okay. Danke. Danke, Markus. Die Presse. Fragen. Fragezeichen. Nein, Herr Braunert, bitte ins Mikro auch reinsprechen. Ja, also Kompliment an Greifswald, was er hier vor allen Dingen auch spielerisch geboten hat. Alle Anerkennung. Alle Anerkennung mit den beiden alten Hasen da nach vorne. Euer Torjäger fehlte ja sogar noch. Aber meine Kritik geht natürlich zuerst Richtung Babelsberg. Es ist mir unbegreiflich, wie man einigermaßen ordentliche erste Halbzeit abliefern kann und in der zweiten Halbzeit völlig von der Rolle ist. Man kann es ja an den Einzelspielern festmachen. Endo Alu läuft gut in der ersten Halbzeit über den Platz. In der zweiten ist er weg, man sieht ihn nicht mehr. Wenn ich Gatti sehe,
Er guckt überhaupt nicht hin, wo er den Ball hinspielt. Das ist blind, was der Junge spielt. Jetzt könnte ich die Reihe durchgehen. Ergebnis ist bei mir. Haben Sie eine Frage, Herr Paul? Es fehlt an Selbstbewusstsein. Oder ist das Selbstbewusstsein da? Nein, in den Situationen, also wenn man die erste Halbzeit sieht, war das Selbstbewusstsein da. So haben wir auch gespielt. Und so haben wir auch unsere Torchancen erarbeitet. Und ja, wenn man dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viele Torchancen hat und dann den Gegentreffer zum Rückstand kriegt, dann ist man in den Köpfen der Jungs drin. Das habe ich auch schon gesagt. Also Selbstvertrauen lässt natürlich nach, wenn die Situation so ist, wie sie ist, plus der Rückstand. Von daher, ja, ist das der Grund der Erklärung. Ist vielleicht auch ein Grund der Erklärung, wir haben in den ersten 10 Spielen ein hervorragendes Angriffsspiel auf Grundlage eines ordentlichen Mittelfeldes gehabt. Ich sehe vom Mittelfeld fast gar nicht mehr. Wie kommt das? Ja, ich will jetzt gar nicht einzelne Gruppen irgendwie rausnehmen und die kritisieren oder sprechen. Das werden wir als Trainerteam dementsprechend auch analysieren und natürlich auch mit den Jungs besprechen. Ja, also wenn man jetzt nur von der zweiten Halbzeit ausgeht, gebe ich Ihnen recht. In der ersten Halbzeit habe ich es nicht so gesehen. Okay, keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich unseren Gästen gute Heimfahrt, weiter viel Erfolg. Dankeschön. Und Markus, dass du die richtigen Schlüsse findest. Danke. Tschüss.